Das hat ja prima geklappt mit dem Loggen gestern, was? Prima. Ganz großes Kino. Ich bin eingeschlafen. Und ja, danach war nicht mehr die Zeit dafür. Egal, dafür gibt es heute was Neues. Ich habe meine ersten Bestellungen bekommen, die ich mir extra auspacken möchte. Und dann war unsere liebe Nachbarin so nett und hat bei sich am Abend geguckt, weil da Bücher ausliegen. Zum Mitnehmen. Und hat sie mir gerade hochgebracht. Zusammen mit, Moment, Nervennahrung. Nervennahrung für die Bücher. Ja, die klangen ganz gut. Mal gucken. Sind auch nicht so dick. Schauen wir mal, wann die rankommen. Also einmal ist Petra Hammesfahr, da habe ich ja schon mal ein Buch gelesen, was jetzt eher so lala ist, aber ich habe ja noch ein paar Bücher von ihr hier. Und das klang richtig gut. Und das hier klang auch nicht schlecht. Da geht es auch darum, dass halt, ja, sich eine Person aufwacht und denkt so, ich habe Mann und Kinder, wie kommt das, was, wie, hä? Verstehe ich nicht. Und das klang eben auch so interessant. Und jetzt machen wir hier mal die lustigen Wendungen auf. Ich muss mal gucken, wie ich das am schlausten mache. Jetzt hole ich mal ein kleines Stativ oder so. Ich probiere es. Ich habe euch jetzt einfach hier hingestellt. Ich wollte das jetzt zuerst aufmachen. Sekunde. So. Geschenke, 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 selbstgemachte Geschenke. Oh, sind die groß? Zahlenstempel. Moment. Ich hatte mich noch. Also gestern, Steffi, habe ich ja ein paar kleine Zahlen, aber die sind ja richtig groß. Das finde ich ja schön. Also drei verschiedene Zahlenarten. Und ja, mal gucken, was kann das. Das ist so schwer und irritiert mich ein bisschen. Endlich sollte halt was anderes noch ankommen, das ist anscheinend nicht gekommen. Vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Und der Paketpost kommt. Ach, schau an. Ich dachte, das fühlt sich an wie ein Buch. Ich habe sogar kein Buch bestellt. Doch, ich habe ein Buch bestellt. Und zwar mein neues Bullet Journal. Auweia! Eieiei. Ja, genau. Ich habe mir jetzt auch einen Leuchtturm bestellt mit den Punkten und habe da ganz tolle Ideen mit. Also ich will es da so richtig, richtig schick machen. Ich werde den gesamten Januar darin übertragen. Aber das kann sein, dass es erst geht ab Februar. Haha. Ja, weil ich noch ein paar Sachen habe, also bestellt habe, die noch nicht kommen. Die kommen erst Anfang Februar und so weiter. Muss ich mal gucken. Entweder mache ich den ab Februar richtig, richtig schick und lasse Platz halt dafür die Sachen, die dann noch gestaltet werden müssen. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass er da ist. Aber sollten nicht auch die anderen heute kommen? Vielleicht kommt da wieder das Paket, weil das sind. Ich habe nämlich bei Julia gesehen, wie man Clear Stamps aufbewahren kann. Ich verlinke euch mal ihren Bastelkanal in der Infobox, beziehungsweise das Video dazu, wo ich das gesehen habe, wo ich es erzählt habe, wie man das machen kann. Und diese DVD-Boxen sollten heute eigentlich auch ankommen. Aber bis jetzt sind sie ja nicht. Aber weil es 20 Stück sind, kann natürlich sein, dass es mit DHL kommt und die vielleicht auch nicht da waren. Man weiß es nicht so genau. Gibt es denn eine Sendungsnummer zu? Ich kann ja mal eben schmulen. Und kennt ihr das, wenn ihr eure Nägel schneidet und da zu weit reinschneidet, dass die weh tut wie doof? Was habe ich gerade gestern? Was tut ganz schön weh. Ich brauche mal eine Runde Mitleid, bitte. So, mein Konto, meine Bestellungen. Zack, zack. Hoppiger Hobby. Ja, kommen wir jetzt in der Runde auch so ein paar Sachen an. wo ist es denn? Hier. Sendung verfolgen. Wie oft muss ich jetzt noch aufklicken? Hallo? Ich hab doch raufgeklickt. Passiert nichts. Warum nicht? Ich meine, gut, da steht Zustellung 16 bis 19 Januar. Ich habe gehofft, dass heute ankommt, damit ich jetzt schon. Na, sag schon. Dass ich zumindest heute mal machen kann. Aber mal gucken. Vielleicht kommt sie noch. Wenn nicht, dann. Den nächsten Tag klingeln Paketboten schon oben an der Tür und verdrücken sie einfach wieder. Aber das ist meins. Und es könnte sein, dass das die DVD-Hüllen sind. Ich hole mal eben eine Schere und dann mache ich es mal auf. Es sind die DVD-Hüllen. Die sind immer wunderbar eingepackt. Das heißt, ich muss es irgendwie rauskriegen. So sehen sie aus. Einfach durchsichtig und halt ohne
ja, CD-Einklemmgerätschaft da drin. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen basteln und die da reinkleben, die Clear Stamps. Genau, 20 Stück habe ich jetzt davon, das heißt, ich werde so bestimmt so 40. Was macht die Katze da? Also 40 Sets oder so reinkriegen, mindestens. Wenn ich auch zu viele habe, ich weiß nicht. Was macht die Katze da? ja. Nun gut. Aber wahrscheinlich dann nicht mehr heute. Mal gucken. Jetzt muss ich da gucken, wie es überhaupt alles. Vielleicht sortiere ich es ein bisschen. Mal schauen. Ich zeige euch auf jeden Fall das Endergebnis oder lasse euch mit teilhaben, wie ich das mache. Wie gesagt, Video dazu, wenn ich es nicht vergesse, in der Infobox, wie Julia das gemacht hat. Genau. Von da habe ich ja die Idee. Sonst wäre ich darauf nie gekommen und ich finde diese Idee ziemlich genial. Okay, jetzt lese ich gerade mein E-Book zu Ende und habe auf Insta-Story meine Umfrage gemacht, welches Buch ich jetzt lesen soll. Und das habe ich auch nochmal als Bild gepostet, weil ich habe gedacht, das hat nicht funktioniert. Das heißt, da geht es auch nochmal dann über Twitter, Facebook, bla. Ja, mal gucken, welches Buch ich morgen unterwegs lese, weil ich habe von dem E-Book nicht mehr viel, deswegen lese ich jetzt schnell zu Ende. Oh, ja. Also Dream On. Genau. Gut. Also wieder auf die Couch. Couch. Und ich habe heute ein bisschen Kopfschmerzen. Jetzt geht's gerade. Ich habe nur ein bisschen was gegessen und dann ging es ein bisschen besser. Aber so hundertprozentig ist es noch nicht weg. Wahrscheinlich wieder Kreislaufgedöns. Ich habe es gerade immer mehr geahnt, je näher sich das Buch dem Ende neigte. Das ist nur der Auftakt des Ganzen gewesen. Es geht irgendwann weiter mit Dream On. Und ich weiß nicht, eine Sache habe ich ja geahnt von relativ Anfang an. Relativ, nicht ganz. Und das kann sein, dass sich doch wieder also umschlägt, dass es doch nicht so ist, wie ich denke. Eine Sache hat sich bewahrheitet. Also, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ganz ehrlich. Also die Thematik und so weiter finde ich richtig klasse von Dream On. Und dazu wird es ja auch eine schriftliche Rezi, also mindestens eine schriftliche Rezi geben. Wahrscheinlich auch per Video. Weil es ist ja ein Rezi, ist ein Blog, ein Buch. Hätte ich schon vor 11 Tagen rezensieren müssen, aber ich habe es nicht geschafft. Also werde ich mich dann spätestens eine Woche ransetzen und das Ganze machen und bla, ja. Vielleicht auch mit Videorezension, aber da muss ich mal gucken, wie ich gerade Lust und Laune habe. Irgendwie ist gerade so ein bisschen der Wurm drin. Aber gut, ich gucke jetzt nochmal, ob sich bei der Umfrage noch was ergeben hat, ob ich dann irgendwelche weiteren Stimmen bekommen habe, was ich als nächstes lesen soll. Wenn ich kann ich aber noch mal früh nachgucken. Was ist das? Ja, gut. Ich gucke dann mal nach und checke jetzt erstmal meine E-Mails hier, was das hier alles ist. Habe ich keine Ahnung. Ich wollte euch hier noch meine Geburtstagsgeschenke zeigen. Ich habe erstmal alle, hoffe ich alle, weiß ich nicht, Bastelsachen und Bücher sowieso schon weggeräumt, denn die seht ihr in anderen Videos. Also zeige ich euch nur die Sachen, die eben eingetroffen, ich bekommen habe. Unter anderem diese Crispy Rolls. Davon habe ich eben eingegessen. Njum, njum, njum. An diesen Luftballon. Ja. Übrigens hängen hier oben, der habe ich euch schon mal gezeigt, weiß ich nicht. Hängen auch noch diverse Luftballons mit Helium gefüllt. Und da hängt noch Happy Birthday. Ja, da hängen auch noch mehr Luftballons. Aua! So, dann habe ich hier. Warum auch immer eine Hundekarte mit Haribo drin. Dann total süß. 2 Ausstechförmchen Eichhörnchen. Ein Steinbockbrettchen. Dann ist hier noch. Oh, man sieht es nicht. Sekunde. Süßigkeiten. Dann Papier für meinen Drucker, der da steht. Der Selfie-Drucker, also diverse Blumen hier noch. Ne? Dann ist ja nicht süß, ein lila Eichhörnchen. Und zwar ein, das ist ein Wormy.
Auf jeden Fall ein Warm-Me-Up. Also den kann man rein theoretisch warm machen. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue, den in die Mikrowelle zu stopfen. Für ein Wärmekissen, vielleicht kein Kissen, was auch immer, wäre so süß. Dann noch ein bisschen Süßkram. Muss ich mich hier mal durchquetschen, in der Hoffnung, dass ich hinter mir nicht die Blumen umreiße. Noch diverse Kärtchen. Diese hübsche Karte und diese Karte und ein Hörspiel. Hexen, Tricks und Liebeszauber von meiner Lieblingsfreche Mädchenreihe. Dann ein Spiel. Exit, das Spiel, das Haus der Rätsel von den drei Fragezeichen. Dann die süßeste Karte aller Zeiten. Mütze und Handschuhe. Da gibt es auch noch graue von. Und die Jacke ist draußen, zeige ich gleich. Dann ein wunderschönes Adressbuch mit Akkublink. Das ist auch toll. Also hier, Adressbuch. Da steht doch nichts drin. Ein Geburtstagskalender zum Anhängen mit Katzenmotiven. So. Oh, ich glaube, ich weiß, was von Daniel von angekommen ist. Weil da liegt ja noch ein Paket. Und ich glaube, das ist bestimmt mein Kalender. Fällt mir gerade so ein, dass es nur noch kommt. Dann haben wir hier einen Kräutertee. Kräutertee? Ja. Kokos-Ingwer. Was zum Baden. Ein Checker-Tee. Tee für zum Jugendbuch. Welches Jugendbuch auch immer. Ich weiß es nicht. Dann, da ist ja auch ein Eichhörnchen drauf, sind sogar zwei. Schokotraum mit einem Marshmallow. Und noch mehr Tee. Ein Winterchai. Selbstgebastelte Blumen. Dann das Set von Betty Butler Nummer 1. Number 2. So. Dann zum dritten Mal Tore der Welt, da reden wir nicht drüber. Ein Luftballon. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Schmuck. Den hatte ich auch schon. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil die Ohrringe sehr, sehr schwer und groß sind. Das sind so Rose Gold Schmetterlinge. Kann man das jetzt irgendwie. Könnte die Kamera das bitte mal, bevor der Akku leer geht. So. Ja, das sind die Ohrringe. Ich muss mir die Kette rauskremseln. Die ist ein bisschen komplizierter. Ist sie denn? Verheddert sich leider leicht. Aber da ist auch so ein großer Schmetterling dran. Sekunde, ich packe das mal hier hin. Und dann hängt da dran noch, der halt immer irgendwie ein bisschen höher hängt, noch so einer. Also der ist immer irgendwie unten und der hängt halt immer, da oben war er halt zwischen die Kette. Also man kann die Kette nicht austauschen, man hat immer diesen Schmetterling dran. Was ich auch sehr, sehr schön finde. Genau. Das waren jetzt die Nicht-Buch- und Nicht-Bastelgeschenke, die ich jetzt erstmal wegräume. Ich wollte sie jetzt nicht wegräumen. Ach so, und Kakteen habe ich noch bekommen. Diese stehen aber schon drüben. Beziehungsweise ich muss sie nachher noch einpflanzen. Also gleich jetzt. Ich räume erstmal das weg und dann wollte ich sie einpflanzen. Habe ich mich immer noch nicht gemacht. Genau, das seht ihr dann, wenn ich sie einpflanze. Hallöchen. Lange nicht mehr gesehen, würde ich sagen. Ja. Es ist inzwischen der 1. Februar und ab heute wird alles etwas anders und besser. Und überhaupt ist das ganze Jahr schon sehr gut gestartet. Ich habe zwischendurch mal schon mal angefangen zu filmen, aber ja, sind davon abgebrochen. Keine Ahnung, es hat einfach nicht gepasst. Und jetzt, da sich da mit dem heutigen Tag so viel ändert, so viel zum Positiven ändert, dachte ich mir, ich nehme die Kamera in die Hand. Ja, ich versuche es wieder regelmäßig zu filmen, also zu vloggen und auch andere Videos zu drehen. Mal gucken, wie das funktioniert. Versprechen kann ich nichts. Das muss ich erstmal wieder alles einpendeln und so. Und im Moment ist ein bisschen Remi-Demi hier, auch im Haus. Aber auch positiv, alles nur positiv. Es gab nur einen mini-negativen Tiefschlag für ein paar Stunden, wo dann ein Wunder geschehen ist, mit dem ich nicht gerechnet habe, was ich aber irgendwie gehofft habe, aber irgendwie auch nicht. Also, was ich gehofft habe, aber nicht mit gedacht. Was ich mir erhofft habe, aber nicht gedacht habe, dass es eintritt. So. Genau. Und deswegen ist heute alles anders. Ja, lesemäßig war es im Februar. Nein, im Januar. Nicht ganz so doll. Mein Akku blinkt. Ist auch schön. Ich wechsle mal in den Akku mal gleich wieder. So, jetzt aber. Jetzt habe ich bloß im Hals. Schön. Ja, wie gesagt, lesemäßig war es letzten Monat nicht so doll. Weil, ja, hier war immer Remi-Demi irgendwie. Und deswegen keine Zeit. Und ich habe mich dann
mit in der freien Zeit mit anderen Dingen beschäftigt, unter anderem mit Bullet Journaling. Dazu würde ich zumindest auch mehr Videos geben. Ja, aber das dauert im Moment, aber es ist schon alles in der Mache und Planung. Und ja, ihr seht hier noch so ein paar Luftballons. Die sind noch vom Geburtstag übrig. Das waren mal Heliumballons, also sind immer noch Heliumballons, aber die fliegen halt nicht mehr. Zwischen da hängt noch mal eine Girlande, die muss mal endlich abgenommen werden. Ja, ich hatte nämlich gesagt, erst wenn der letzte Luftballon runter ist, wird die abgenommen. Das hätte vor 2 Tagen sein müssen. Ja. Nun gut. Und deswegen, weil es eben lesemäßig nicht so gut ist, lese ich auch immer noch zusammen mit Steffi Sleepless. Ich bin inzwischen auf Seite 200 und warte jetzt darauf, dass die bis dahin gelesen hat, dass wir weiterlesen können. Und ja, auch sonst war halt wenig, aber das werdet ihr im Lesemonat sehen. Und unterwegs lese ich momentan, beziehungsweise ich werde es heute auslesen, deswegen liegt es hier, Nacht ohne Angst. Das war ja in meinem Instagram, Twitter ist eher sowieso wenig, Instagram-Facebook-Voting sozusagen und überlese ein bisschen. Ja, und das hat er gewonnen. Gerade so knapp. Und das werde ich heute auslesen. Genau. Und wenn ich das ausgelesen habe heute, werde ich zusammen mit Mandy weiterlesen, beziehungsweise sie hat den Abschnitt tatsächlich schon den ersten heute beendet. Ja, ich nicht. Ich muss hier noch anfangen, und zwar Sophies Welt. Ich werde erst zum 3. Mal beginnen zu lesen. Das ist eins meiner Subleichen. Und ja, gucken wir mal. Ich weiß halt nicht, ob es da wieder ein Weekly Reading geben wird, die Woche auf jeden Fall nicht. Deswegen zeige ich euch einfach mal hier alles ein bisschen. Und dann gucken wir mal, wie es so nächste Woche läuft. Ich meine, dieser Monat wird wahrscheinlich noch ein bisschen turbulent werden, schätze ich mal. Denke ich, gehe ich mal von aus. Das muss ich erstmal alles einpendeln, aber ab nächsten Monat wird alles ein bisschen anders aussehen wieder. Da wird noch mehr Zeit bleiben. Genau. Und so viel erstmal dazu. War noch irgendwas, was ich erzählen wollte? Ich habe mir auf dem Weg hier schon einiges überlegt, aber ich habe natürlich wieder alles vergessen. Ja, ich glaube, das war soweit alles. Ja. Das Motto des Jahres, alles wird besser. Vielleicht nicht unbedingt gut, das weiß ich nicht. Das ist ein positiver Nebeneffekt, wenn das so sein soll. Ich hab mich gerade erschrocken. Zeige ich euch gleich. Positiver Nebeneffekt, wenn das so sein sollte. Man muss sich ja kleinere Ziele setzen, dann sage ich, alles wird besser. Und bis jetzt sieht es auch so aus. Und dann hier alles schick. Und wovor ich mich gerade erschrocken habe, ist die Unterlage. War bis heute Morgen, glaube ich, noch eine andere. Also es ist eine, man sieht schon, eine Frozen-Unterlage. Mit den beiden Chaoten hier. Und vorher waren da die beiden Schwestern drauf. Ein bisschen habe ich gerade gewundert, so, da ist doch ein Olaf drauf. Moment, wo sind die beiden hin? Also hat Daniel jetzt einfach umgetauscht. Also ausgetauscht, wir haben beide da inzwischen. Und noch eine andere. Was war da drauf? Mickey Mouse oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja. So sieht's aus. Guti, trinke ich mal meinen Kaffee aus, lese mein Buch zu Ende und werde nachher, ich hoffe noch ein bisschen was Bullet Journaling-mäßig zu machen, weil neuer Monat und so. Gucken wir mal. Und meine Sendung ist immer noch nicht da. Ich habe so viel bestellt. Ich habe nach meinem Geburtstag habe ich einen Bestellwagen gehabt. Ich habe nur nicht alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. Das ist logisch, das geht auch gar nicht. Meine riesen Wunschliste sowieso nicht. Von den Büchern ganz abgesehen. Apropos Bücher, komme ich gleich auch nochmal zu was. Und ich sag's schon. Danach habe ich hingesetzt am Sonntag und habe bestellt. Jede Menge Zeug. Also nicht unbedingt Bücher, die nicht. Aber so fürs Bullet Journaling, Stempel, Stifte, Schablonen und so Krams. Ja, bis jetzt noch die 3 Sets Stifte sind immer noch nicht da. Und einige Stempel, auf die ich dringend warte, sind auch noch nicht da. Was mich ein bisschen ärgert. Deswegen kann ich auch noch nicht zum Beispiel das Setup abdrehen von Januar oder von dem Jahr generell. Klappt nicht, weil ich dafür noch Stempel brauche, die ich unbedingt brauche, um das fertig machen zu können. Ja. Sollten eigentlich gestern schon ankommen. Blöd. Also ab von gestern bis, ich weiß gar nicht. Lass mich mal kurz gucken. Steht hier mal von bis. Meistens war es immer früher. Verdammter Mist. Und einige Sachen kamen ja auch früher. Wo ist es denn? Da. Nee, da. Bis 9. Februar.
Oh. Ja. Gucken wir mal. Zwei Stellen bis jetzt waren auch schon eigentlich für den 22. oder 23. Januar angedacht. Jetzt ist es halt 9. Februar. Schönen Tag auch. Egal. Gut. Dann werde ich jetzt, wie gesagt, lesen und Kaffee trinken und gucken, ob ich nachher noch ein bisschen Bullseye machen kann. Ich muss ein bisschen Hauskrimskrams machen, Haushaltskrimskrams. Ja. Okay, bis demnächst. Man denkt, es geht alles irgendwie glatt. Gerade. Kommt von irgendwoher irgendetwas, wo man eine gravierende Entscheidung treffen muss. Und das ist gerade wieder der Fall. Und ich habe keine Ahnung, wie ich mich entscheiden soll. So 0,0. Dann müsst ihr gleich kommen, mal gucken, was er dazu sagt. Kennt ihr sowas? Man hofft, dass dass irgendwas passiert. Wenn es passiert, muss man sich entscheiden, weil zwischendurch was anderes passiert ist. Ich kann nicht sagen, was. Es ist einfach, ja. Tut mir leid für diese kryptische Sache. Ich muss das trotzdem mal loswerden, dass das irgendwie ganz schön nervig ist, sowas. Sich Entscheidungen zu treffen. Wenn man denkt, man braucht keine mehr treffen, weil es sowieso jetzt alles geritzt und geregelt und ja. Und dann passiert sowas. Ich glaube, er kommt gerade. Zumindest laut im Treppenhaus. Die Zeit würde passen. Gucken wir mal. Sonst habe ich das Buch noch nicht ausgelesen, weil ich mich gerade nicht konzentrieren kann. Wo ist mein Handy? Ich bin gewibbelt. Ah. Hä? Ich hatte gerade hier gewibbelt. Ist runtergefallen? Nein. Hä? Ich muss mein Handy suchen. Hallöchen. Es ist schon, weiß ich nicht, dreiviertel, also nee, eigentlich schon, mein Knie. 8:10. Ich bin eigentlich lange zu Hause, also eigentlich wieder zu Hause. Ich war zwischendurch schon mal so eine Dreiviertelstunde zu Hause. Ja, ungefähr kommt hin. Ja. Was war heute los? Erstmal natürlich arbeiten, logisch. Und dann war ich bei McGuides und habe da ein bisschen geschoppelt. Unter anderem, Sekunde, ich zeig's euch mal, dieses tolle Set hier. Seht ihr das? Stifte ohne Stifte. Ich habe letzte Woche schon in der Hand gehabt und dachte so, eigentlich habe ich ja genug Stifte. Aber ja, ich habe die ganze Zeit daran gedacht, deswegen dachte ich, nehme ich es jetzt mit. Dachte. Also das sind halt so eine Pinsel-Set-Füllstifte, so nennt sich das. Feinfaserschreiber, also Feinliner. Und Duo-Buntstifte, 12 Stück. Das heißt 24 Buntstiftfarben. Sogar Gold und Silber ist bei. Ich habe nie Gold und Silber einen Buntstift gehabt. Ja, dann, was gibt's noch? Meine Mutter war für mich heute bei Lidl, also sie kommt da eher ran als ich, und hat diese Tapes mitgebracht, die es da gab. Das da. Das habe ich sogar doppelt, weil sie irgendwie zugegriffen hat und immer nicht mehr gemerkt, dass sie so viel hat. Aber ich weiß schon, wer das bekommt. Und die werde ich auch für mein Bullet Journal im Februar auf jeden Fall nutzen. Dann haben wir hier für nächsten Monat schon Ostertapes. Diese hier. Noten finde ich toll. Ah, da kommt auch eine Nudelkarte. Diese hier. Oh, doch lieber so. Wobei das in der Mitte, nee, ganz oben. Na, wo denn nun? Hä? Sieht es irgendwie anders aus. Ich dachte, das wäre so eins, was ich schon habe. Aber es ist anscheinend nur so ähnlich, muss ich mal genauer inspizieren. Was möchtest du denn jetzt hier? Dann haben wir hier noch schön Frühlingstapes. Und hier noch. Die Bäume finde ich richtig schön. Und sieht schon wieder gar nichts. Herr von und zu. Was machen wir hier? Dann haben wir hier nochmal Blümchen. Und die letzten sind nur schwarz-weiß. Genau. Sind halt auch bunte bei. Nein, dünne bei. Nur zwei. Aber ist egal. Dafür sind auch bei den dünnen Sets, bei denen, wo dünne bei sind, sind auch dicke bei. Solche dicke. Der Rest ist so normal. Jo, das ist mein Bastelneuzugang heute. Und
Ja, ich habe eben gerade das Buch hier ausgelesen. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft. Mir fehlten nicht ganz 20 Seiten. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Das heißt, ich werde mich jetzt gleich erst ransetzen mit Sophies Welt. Sorry, Mandy. Es dauert ein bisschen länger diesmal. Das heißt, wir hatten noch eins zusammen gelesen, ne? Nun gut. Und dann war ja heute einkaufen angesagt und der Daniel spielt ins Hat. Nicht gut. Und ich habe was Lustiges gekauft. Das werden, also das weiß Daniel auch noch nicht. Das werden wir demnächst mal ausprobieren. Ich sage deswegen ganz noch nichts dazu. Ja. Genau. So sieht's aus. Ich muss das gleich noch einräumen, aber ich habe mich auf der Treppe hier irgendwie verrenkt. Mein Knie tut höllisch weh gerade. Deswegen ist der Einkauf, außer das, was in die Kühlung muss, noch nicht ausgeräumt. Das muss ich gleich mal machen. Ja. Und dann muss ich noch duschen. Und was muss ich noch machen? Ein bisschen Bullet Journal muss ich noch machen. Bullet Journal und lesen, wie gesagt. Viel zu viel für so wenig Zeit. Weil so spät dürfen wir ja noch nicht schlafen. Gehen wir morgen ins Büro legen. Nun gut. So sieht's aus. Das ist der Plan noch für heute. Mal gucken, ob er aufgeht. Und ich habe heute ein neues Buch angefangen, und zwar Fremd von Ursula Poznanski und Arno Strobel oder andersrum, wie auch immer das draufsteht, ich weiß es gerade nicht. Interessante Mischung, dass es eben zwei Perspektiven sind und eigentlich man die beiden, also die jeweilige Szene aus beiden Perspektiven mitbekommt. Das finde ich gar nicht mal verkehrt. Ja, da fragt man sich dann, also es geht darum halt, dass, es ist ja nur der Anfang, ich habe ja gerade mal 20 Seiten gelesen, 23 Seiten, kann ich kurz nochmal berichten. Dass eine Frau Geräusche im eigenen Haus hört und gucken geht und einen vermeintlichen Einbrecher dazu auffordert zu gehen. Dieser vermeintliche Einbrecher ist aber ihr Verlobter, wie er behauptet. Jetzt natürlich die Frage, und in ihrem Haus deutet nichts darauf hin, dass irgendwie noch jemand bei ihr wohnt. Und er behauptet, er wohnt da. Aber all seine Sachen sind nicht da. Das ist natürlich die Frage, spinnt er oder spinnt sie oder ist ganz was anderes passiert? Also das ist wirklich eine interessante Kombination. Hatte ich so auch noch nicht. Also man weiß halt wirklich nicht, weil jetzt beide als Protagonisten quasi sind, man weiß nicht, wer hat jetzt falsche Wahrnehmungen oder was ist da überhaupt los. Und das macht es ganz interessant und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber ich lese halt nur unterwegs. Ja. Nun gut. Ich melde mich dann hoffentlich nachher nochmal, wenn ich dann wieder morgen. Gucken wir mal. Morgen. Ich habe mich gestern natürlich nicht mehr gemeldet, wie man merkt. Jetzt ist schon Samstag und heute ist Bowling angesagt. Daniel ist schon weg. Da kommen die heute nicht mit. Schnuff, schnuff. Ja. Mal gucken, wie es wird. Bestimmt lustig. Bowling ist immer lustig. Ich habe gebibbelt. Oh Gott. Warum bibbel ich denn jetzt? Muss ich mal aufstehen. Beim Knie geht es übrigens wieder besser. Gestern Abend schon. Ich war gestern Abend nur noch müde. Ja, muss ich jetzt mal antworten. Oje, oje. Ich möchte einfach mal anmerken, habe ich es ja schon gesagt, ich weiß es nicht, dass dieses Jahr noch nicht ein Wochenende ruhig war. Also eigentlich seit Dezember, Anfang Dezember. Ständig irgendwas. Man kann nicht mal richtig entspannen. Kennt ihr das? Manchmal braucht man das einfach. Action ist ja schön. Aber irgendwann braucht man einfach mal so einen Tag oder so ein Wochenende, so ein komplettes Wochenende, wo man nichts macht. Gar nichts. Und ich merke, das fehlt gerade ein bisschen. Nee, das nächste Wochenende ist wieder Geburtstag. Und das darauf folgende Wochenende ist dann nicht so ganz sicher, ob da das stattfindet oder nicht. Also, ja. Aber ich gehe mal davon aus. Und dann haben wir den wievielten schon? Ich weiß gar nicht. Ist dann schon wieder der nächste Geburtstag? Ey, das ist unglaublich. Im Moment echt unglaublich. Geburtstag reizt sich an Geburtstag. Wirklich, das ist... Nee. Im Moment sieht es ja gut aus. Im Moment. Das darauf folgende Wochenende ist ja wieder Geburtstag. Gehe ich mal von aus, dass dann da gefeiert wird. Schätze ich mal. Es feiert sich halt immer besser an einem Samstag als mitten in der Woche. Es ist, nee. Ich habe wieder Geschenkshoppen gemacht, jetzt gestern auch. Damit eben alles schon so weit da ist. Ah, siehst du, ich habe hab eine Sache vergessen. Eigentlich habe ich zwei Sachen vergessen. Eine habe ich aufgeschrieben, aber.
Daniel, ey. Huch. Ja. Mal gucken. Mal gucken, wo das Ganze noch hinführt. Ich weiß ja, wie ich mein Bowling irgendwas filmen werde, weil es ist ja immer das Gleiche. Die gleichen Leute, die man nicht filmt und, ja. Daniel ist auch nicht dabei. Also ich schätze mal eher nicht. Vielleicht nachher ein bisschen mal essen oder so. Mal gucken. Ich weiß ja nicht mehr, wohin gehen. Ich hoffe Italiener oder Grieche. Ich hoffe. Irgendwie. Daniel hätte gesagt, geht nicht zum Chinesen, wenn ich nicht dabei bin. Ist mir recht. Ich will da eh nicht hin. ja. Gucken wir mal. Ich muss in... Diese Uhr. Ich kann sie nicht lesen. Ne? Nehmen wir die andere. Ich muss in knapp 20 Minuten los. Nein, in knapp 10 Minuten los. Oh mein Gott. Ja, zu meinen Eltern. Ich will eine Runde frühstücken und dann geht's weiter zum Wobbling. Wobbling, Wobbling. Und ich habe mir so, ich habe auf Instagram, glaube ich, das war Instagram oder Google, ich weiß nicht, ich glaube aber Instagram, gesehen, dass auch irgendwer beim Bowling war, der auch Bullet Journaling macht und sich da die, also waren es glaube ich zwei beim Bowling, weil da oben war halt die Namen ausschraubiert. Und die Punkte aufgeschrieben hat für die einzelnen Runden. Das habe ich mir jetzt auch schon mal vorgemalt. Ich bin ja beim, ich muss ja wieder vorschreiben die ganze Zeit, weil ich noch lange nicht mit den Monatsseiten fertig bin. Es kommt so nichts. Ah, es ändert sich aber. Spätestens im März ist alles anders. So. Im Prinzip ist jetzt schon alles anders, aber das kann ich gar nicht so nachvollziehen. Weil ich jetzt Teilzeit arbeite. Eigentlich. Also 35 statt 90, das ist 90 Stunden. Na klar, 90 Stunden, 39 Stunden. Also nicht so viel weniger, aber es ist halt schon eine Stunde weniger am Tag. Ungefähr. Ungefähr. Ja. Nicht ganz, aber ungefähr. Ja doch. Ja, egal. Jedenfalls habe ich dann auch mehr Zeit für solche Scherze und muss halt die Monatsseiten fertig machen. Und worauf ich hinaus wollte, ich habe es vorgemalt, dass ich mir eben auch die Punkte aufschreibe, aber nur für mich, nicht von allen. Und dann gucke, wie viele Punkte habe ich in den Runden gemacht und dann auch unter dem Platz, welchen Platz ich belegt habe. Das möchte ich gerne auch wissen. Ja. Mal gucken, wie schlecht ich heute wieder spiele. Oder wie gut. Manchmal bin ich auch ganz überraschend gut. Ja. Gut, das war es erstmal soweit. Ich habe auch gestern schon in Sophies Welt ein bisschen angefangen zu lesen, nicht viel. Und ich werde mir unterwegs, ich fahre ja so einen Moment, werde ich mir ein Kindle mitnehmen und ein neues Buch lesen, was ich gestern kostenlos bei Amazon gekauft habe. Und zwar von Simon Kernick. Ist der eigentlich ein Deutscher oder ein englischer Autor? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von dem eine 38er Kurzgeschichte. Die werde ich dann lesen. Und ja, wie viele Seiten habe ich gelesen bei Sophies Welt? Echt nur zwei. Noch nicht mal, glaube ich. Oder? Doch, zwei Seiten. Wow! Mensch, der Wahnsinn! Der Oberkracher. Und ich habe das Buch hier liegen gelassen. Jetzt ist alles voller Katzenhaare. Ist das nicht schön? Das ist kein Kopfkissen. Oh, und der Kater heute Morgen. Wir sind ja schon, also ich bin jetzt 6 Uhr wach. Da hat mich die Katze geweckt zum Futter. Und dann bin ich ins Bett gegangen, aber irgendwie war ich nicht so richtig müde. Und auf einmal findet der Katze an, hier rumzuspinnen und rumzuspielen mit seinem Wuschel. Oh, wie ein Irrer, wie ein Irrer. Und um 7 waren dann eigentlich beide wach und haben gesagt, reicht. Ja, na gut. Genug zugetextet, das ist schon wieder 5 Minuten. Nur Laberababa. Es ist halt ein langweiliges Video, ich muss wieder reinkommen. Aber gut, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob keiner guckt, ne? Okay. Ich melde mich spätestens wieder, wenn ich zu Hause bin. Und wenn nicht, spätestens morgen. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles schneiden soll. Ob ich die einzeln schneide oder ob ich die zusammenschnibbel. Wahrscheinlich schnibbel ich sie zusammen oder was. Das sind immer nur so Brückchen. Also ist alles noch so ein bisschen. Ich muss jetzt wieder, wie gesagt, reinkommen in das ganze Video gedreht. Und ich muss mein Glas noch austrinken und steht es hier nachher immer noch rum. Nu? Schockst du da, oder was? Oder wie? Du machst ja einen Quatsch. Ja.